So, meine Freunde, und da sind wir auch schon wieder in einer weiteren Folge Dead Island. In der letzten Folge haben wir, was haben wir nochmal gemacht? Wir waren zum Leuchtturm, haben das Mädchen zum Leuchtturm gebracht und den Leuchtturm angeknipst, dass wir jetzt den allen Leuten, die irgendwo noch sind, zeigen, dass sie da hinkommen können und dass es da alles safe ist. Ach, stimmt, jo. Ich sehe jetzt auch gerade, also ich kann noch einen Punkt vergeben, du hast es wahrscheinlich schon gemacht. Das mache ich jetzt auch mal eben. Ich habe meinen Punkt da reingesetzt, dass ich nicht mehr tragen kann. Ja, das kann ich noch nicht. Ich werde auf, denke ich mal, jetzt erstmal in erbeutetes Geld nochmal 10% mehr. Oder? Nee, Haltbarkeit von stumpfen Waffen. Ey, cool. Mach ich auf 30%, das ist ja fett. Ja, hau du auf jeden Fall auch ordentlich hier auf Fight, ne? Ich bin hier Supporter, du bist hier der Fighter. Ja, werde ich machen. Muss mal eben mein Mikro nochmal richtig einstellen, dass ich nicht so weit immer davon weg bin. So. Dann würde ich sagen, ich hatte jetzt schon eine Quest angenommen, beziehungsweise ausgewählt. Ich würde sagen, hier Familienangelegenheit. Suche nach Kellys Ehemann William. Ja, wir haben hier auch noch eine Quest, sehe ich gerade hier, wenn ich auf dem Menü mehr gucke. Ja, die können wir ja annehmen. Und hier liegt schon wieder ein Paddel. Paddel! Paddel auf Doom. Ich packe jetzt mal meine Kettensäge noch nicht aus, dann nervt die wieder rum. Hier bei dem Typ die? Der Signalverstärker, den haben wir doch auch. Haben wir den jetzt schon in der Amplifier? Nice! Maybe we can finally get this fucker to work. Dieses Wix-Ding, Junge. Dreckige Rotz-Scheiße hier. Oh, yes. Alter, richtig Cash erstmal. Damn, I'm good. Müssen wir da jetzt rauf, oder was? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt schon nah installiert. Keine Ahnung. Typ, ich guck gerade mal eben. Der Typ ist verwandt mit Flash, der hat das gleich super schnell alles installiert und so. Schon gleich wieder hier. Da gibt's jetzt eine neue coole Serie. Die muss wieder mal reinpfeifen. Richtig fett gemacht, ey. Ja, habe ich schon einen Trailer von gesehen. Richtig übel. Nicht so grottig wie damals. Wobei, ich meine, damals war auch schon fett, aber... Ja, halt anderer Standard heute als damals. Hat sich hier zugesoffen erstmal, damit alles erträglich ist. So, ich vergebe jetzt nochmal meinen Punkt, weil ich jetzt gerade schon wieder nochmal aufgestiegen bin. So krass, hat das so viel Erfahrung gegeben? Ja, mir hat das gut Ich stand auch schon kurz davor, aber... Jetzt kann er ja auch schon Stufe 1 Schlösser knacken. Yes! Ich sehe gerade, ich habe einen grünen Schraubenschlüssel bekommen, Alter. Ja. Ist bestimmt fett. Fett, Junge, lass mal eben zum Händler gehen. Am rumkotzen hier die Alte. I heard this scourge came from outer space. I heard the scourge. Halskalle. Wayne the Hals. Behindertenstock, Junge. Ich habe hier einen Behindertenstock. Benötigt Stufe 10. Oder einen zuverlässigen Hammer, aber der ist so klein. Ich will so kleine Waffen nicht haben. Wenn dann hier so einen schweren Morgenstern in Grün oder ich so. Ich habe schon wieder so viel Alkohol am Start, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Zeug machen soll. Ey. Das können wir, glaube ich, hinterher in Molotovs-Cocktails umwandeln. Ach ja, stimmt. War ja was. Alien Infection. Also ich habe auf jeden Fall auch wieder ein paar Medikits am Start. Yay, Energy Drink. Mir wurde ja vorgeworfen, ich sauf die immer, also saufen. Schnell runter mit dem Zeug. If you're in need of supplies, aren't you mad? Ihr schwacher Streitkolben, Junge, was hältst du denn davon? Ja, aber die sind grau und es kommt jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit, dass die daran auf jeden Fall alle grün werden oder so. Ich warte mal noch ein bisschen ab. Ja. Aber hinterher fehlen mir 1000, weißt du, und dann kurz ich. Naja, aber ich meine, hier guck mal den Streitkolben, Alter. Der Let's hope there's something useful. Halt doch, oh, Aufstieg, lol. Wie? Herausforderung beendet, Schatzjäger. Lol. Ich habe Erfahrung bekommen fürs Looten. I heard this da wirst du auch noch für dein Ninja-Looten bezahlt, ey. Das finde ich irgendwie unfair, weißt du? Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ja, cool. Ey, hier kann ich noch ein bisschen Schaden machen. Ich finde immer wieder Alkohol. Alkohol. Alter, ich habe 2 Upgrades. Lol, wie viele Punkte gab das? Krass. Ja, sag ich doch, es gab ordentlich Punkte, weil das, sozusagen, wie nennt sich das nochmal? Ninja Cheating, oder? Ja, so ein, nein, so ein, weil wir so einen Abschnitt fertig hatten.
Ach so, nee, ich hab vergessen, den anderen Punkt soeben zu bestätigen. Nee, doch nicht. Nee, Alter, hab ich jetzt viel. Boah, ich jetzt Stufe 12. Ich bin jetzt Stufe 12, Alter. WTF. Jack? If you're in need of supplies, aren't you mad? Krass, scheiße. Ja, loot auch mal ein bisschen hier extrem. Ja, ich hab mir jetzt nicht schon durchgerannt. Ich kann nichts dazu. Das ist halt, weißt du, I really can't resist. I must looten jede Kiste. Das ist einfach so. Ja. Und jeden Energy Drink. Und jeden Energy Drink, ganz wichtig. Ja. Ja, ich hab irgendwie noch nichts. Obwohl, ich hab das eine gelbe Messer. Das geht eigentlich ein bisschen ab. Hier ist noch Battery. Und zwar mein Einbaumesser. Battery. So, reparieren, upgraden. Oh. Ich upgrade dich auch gleich. So, zweites Arschloch. So, jetzt habe ich mein Einbaumesser zweimal upgraded. Das macht jetzt so üblen Schaden, Alter. Aber ich kann es ja nicht tragen. Ich muss Stufe 8 sein. Ich bin Stufe 7. Ja, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, weißt du? 192. Ja, das ist ein goldenes, ja. Ne? Deswegen. Ach so, ja, dann. Denk mal, das werde ich eine ganze Zeit lang mit mir rumschleppen. Vielleicht so eine epische Waffe, Alter, ich will auch sowas. So, haben wir schon irgendwie einen Weg vorgegeben? Nee, ne? Ich guck mal eben nee, auf dem Map. Du musst doch erstmal, Quest auswählen, die wir jetzt machen. Wie wählt man die denn feste aus? Das habe ich irgendwie immer noch nicht gereilt. Wenn du auf die Quest gehst und dann auf Missionsziel verfolgen, steht das nicht bei dir unten? Bei mir steht das hier mit A drücken oder so. Ich weiß nicht, bei dir deswegen, weil du es ja mit Tastatur spielst. Also ich habe die jetzt ausgewählt. Welche hast du jetzt? Suche nach Kellys Ehemann William. Was? Die habe ich gar nicht. Hole Benzin von der Tankstelle, aber der hat das irgendwie auch noch nicht ausgewählt. Ich verstehe es nicht. Yeah. Wie heißt denn der Auftrag selber? Familienangelegenheit. Also okay. Ich kann den aber auch nicht anklicken. Geht nicht. Ja, ich hab jetzt. Wollen wir zu Fuß und latschen oder mit der Karre fahren? Ach, wir haben ja die Karre noch, stimmt. Eine Karre. Karre, Junge, ich steig mal hinten rein. Ich muss gucken. Wie der Psychopath hier fährt, weißt du? Ja, was ist das für Fälle? Geht schon gut los, ey. Man kann die mal rausfahren hier. Sagenhaft. Hilfe! Wenn mir schlecht wird, kann ich ja einfach über die Reling kotzen hier. Wenn du ein bisschen Fleisch gefunden hast, dann kannst du gleich mal hier den Zombies noch mal ein bisschen was zu essen. Hier waren unsere Fans. Matsch. Ja, und so sieht das dann aus, wenn man über einen Menschen drüber fährt, Zombie. Fletch! Ah, meine Scheibe ist direkt wieder kaputt. Da war übrigens die Tankstelle, ne? Ja. Siehst du, wo wir hinfahren müssen? Also irgendwie fahren wir gerade zum Leuchtturm. Ups, dann will ich ihn wieder. Ich sehe gerade, ich habe einen. Okay. Er hat den Plan. Den Plan. Autos fahren zwar nicht so, aber er hat den Plan. Ja, die Lenkung ist ja einfach ein Bullshit. Ja, das liegt wahrscheinlich, weil du mit dem Controller spielst. Da hast du nicht so die Kontrolle drüber. Die Control. Mal mit F aussteigen. Lol? Nee. Junge, steig doch mal aus. Ja. Stehst du? So, jetzt hier erstmal den Händler, den du fast überfahren hast. Aber nur weil er immer so hohe Preise hat. Ich wollte gerade wegtreten, also ich mach's auch nicht besser. Ach, oh, hier, Schaden an. Anrichtend Eigenbau-Machete. Aber in grün.
Ja, ich habe gerade nicht so viel Geld, weil ich habe mein... Ja, theoretisch schon, aber ich will es nicht ausgeben. Oh. Don't be sneaking up on me. Nee, ach, ich bin auch nicht so ein Fan von Kaufen, ne? Okay, hurt to take a look. No, 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 I need food to tide me over until help gets here. Food, you find anything? Hä? Jetzt wird irgendwas ganz woanders angezeigt. Ich sag ja, also irgendwie hier keep ist looking, nicht please. So richtig. Lass mal zur Tanke gehen, oder? Die Tanke. Ja, warum zeigt er mir erst den Weg hier rein und dann geht er wieder raus? Ich versteh's nicht. Das ist irgendwie komisch. Steig hier den blauen ein. Hier den blauen. Dann haben wir immer ein Auto quasi parat stehen. Ich glaube, der wird auch repariert wahrscheinlich dann. Auf da! Gib Kette, Omelette! Alter, die Karre lässt sich aber auch so beschissen fahren, ist er da. Ja, ich sag's auch, die Steuerung von den Autos ist ein bisschen annehmen. Aber ansonsten ist das Game nicht geil. Die Tanke war hier, ne? Die Tanke war hier, ja, genau. Tanke! Kannst du gleich da vorne anhalten? Hallo. Kundschaft, einmal voll tanken bitte. Jo. Und da kommt auch gleich Kundschaft, glaube ich. Oh, da redet einer mit uns. Ja, wir können gerade nicht, wir müssen looten. Wir sind hier drüben. Geh mal hin. Hey, hier ist Schmitty. Hey, oh, Schmitty. So, oh, ist warte mal, hier sind bestimmt gehen. Sachen drin. Ne? Yeah, Kiste. Ist ein Gürtel, ne? Ermüden Baseballschläger. Hier ist er ermüdend. Ja, der ist ermüdend. Was ist denn jetzt hier? Macht der mal die Tür auf? Ah ja, hat die Tür aufgemacht. Hello. Come on, quick. Das ist ein leerer Kanister. Das war halt nicht scheiße. What, you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. Mm-hmm. Yeah, maybe there's another way in. See, try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Yo, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Mm. Das glaube ich. Hier, hier, ne? Der Stock ist hier. Oh. Hey, komm mal rüber. Warte kurz. So, was? Komm mit. Da unten die Kiste. Ah, schwerer Stock, okay. Oh, der zieht die immer sofort an. Der soll die nicht sofort anziehen, verdammte Scheiße. Der musste noch ganz kurz mal antippen. Ja, hab ich ja, aber irgendwie... So, muss aber bestimmt hier, oder? So, leeren Kanister. Da müssen wir übers Dach, oder was? Ich glaube schon. Wie soll das denn mal? Hello. Yay, ein Energy Drink. Der wird sagen, wir müssen hier runter, ne? Warte. Und sagt er mal drauf? In meinem schon.
Kiste mal hier ein bisschen näher anbringen. Yes. Da eine Kiste, yeah. Ein Hammer. Okay. Aber ein beschissener. Hammer. Ja, Mama. Das hab ich mir auch gerade gedacht. So. Ich spring mal runter. Okay. Hier ist so ein Mega-Viech. Kannst du auch mit L oder sowas? Ach jo, stimmt. Nee, T war das. Oh, da kommt der nächste. Watch it! Das ist ein Kleinplatz. Yeah, baby. Schwerer Schraubenschlüssel. Okay, was gibt's hier noch? Hier ist noch was zu trinken, wenn er dich heilen muss. Oh shit, Stufe 3. Die müsst ihr später nochmal her, hier gibt's eine Stufe 3 Kiste. Wo ist was zu trinken? Da hinten oder was? Yes. Leerer Kanister. Ah, hier ist auch nochmal ein Freund. Ja. Richtig. Fletch! Ins Gesicht, Junge. Na, mach Strom an, ne? So, wir müssen noch hier. Ja, kommt noch ein paar zu Besuch. Wie kann man das jetzt voll machen hier? Die Kanister sind ja jetzt irgendwie alle jetzt leer. Einfach, hier ist ein Kanister. Einfach ein Kanister schnappen, ja. Am besten immer nur einer, der andere bleibt im Schutz. So, und dann musst du den bestimmt hier. Ah, guck mal, da ist schon durchsichtig. Was hat schon? Alter, jetzt geht er ja, ne? Stimmt, Junge. Aber ehrlich mal. So, der ist jetzt voll. So, dann schleppst du den Haus hinten bei uns auf der Karre drauf. Wie viel müssen wir denn mitnehmen? Einen oder nur? Ich glaube, wir brauchen nur einen. Komm, wir nehmen mal Sicherheits noch mehr mit. Ah ne, brauchen können wir sowieso nicht. Okay. Müssen wir jetzt da noch rein, irgendwie mit jemandem labern? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach direkt wieder abliefern, weil auf der Minimap steht auch nichts angezeigt. Ich guck mal eben, den hier noch. Ah, das können wir nachher erst machen, ne? Weil da drin ist nämlich auch noch eine Kiste und Getränkeboxen und sowas. Oh, bin drauf. Kann ja mal kicken. Bringe den Kanister zu Mike. Ja, wir müssen wieder zurück. Boah. Ganz wieder kaputt, ey.
Sollen wir hier mal kurz anhalten? Weil ich würde gerne mal die ganzen Taschen da bei dem Bus suchen. Ah, das ist zu spät. Machen wir jetzt mal. Letztes Mal. Flash. Noch mal drüber fahren und wieder zurück. War noch nicht ganz tot. Nee. Der hat noch gezappelt, ich hab's genau gesehen. Matsch. Flash. Ach, geht auf, wir sind zu Hause. Weißt du, so im letzten Moment so... Nein, ich bin doch kein Zombie! Flash voll drüber! Was? So... Ach ja, stimmt! These buckets are starting to stink. Zack. Hey, thank you. Asche zu Asche. You should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Mhm. Guess we better do this. Brutze, Brutze. Ich nehme ein Stück. Brust oder Keule? Beides. Ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme gleich beides. So. Jetzt haben wir hier aufgeräumt. Rede mit Sinnermoy. Hier ist er, Mikey. Ach. Yay. Some fucking vacation, huh? I can help you out, though. You need a weapon, I'm your guy. Bricks and baseball bats can only take you so far. Mm-hmm. Torch them. They burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov cocktails. Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier dann wahrscheinlich auch mal mit those motherfuckers. You bring me a couple and I can make you a few cocktails. If you catch my drift. You get my drift. Okay. Now, okay, what the hell? Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Good. I'm gonna need some empty whiskey. I still don't have everything I need. I still don't have everything I need. Gibt man ihm immer alles, oder was? Ja, ich glaube, ja. Ah, okay. Sehr gut. Guck mal nach, Mann. Nee, ich hab noch zwei Alkohol. Nee, zwei. Voll im Kreis gelaufen. I still don't have everything I need. I still don't have everything I need. I still don't have everything I need. Ich weiß nicht, was ich brauche. Vielleicht haben wir zu wenig Dings dazu. Genau. Zweimal Molle. Vielleicht kann man nur zweimal tragen davon. Das kann natürlich auch sein, ja. Oder braucht noch irgendwas anderes dazu. Oder das. Ich hab die auf jeden Fall jetzt ausgerüstet. Achso, wir mussten noch mit Sinnermoll reden, ne? Lauf schon wieder weg hier. Sinnermoll! Mach mal Tür auf hier, ja. Echt, tritt mal weg da. Hallo! Wie geht's? Glatsch. Don't know what we would have done without you, mate. Got a moment to talk. Erzähl uns was. Boah, coole! G-Money! I got the radio going, but I'm not hearing anything. Either this guy is farther away than I thought, or the monsoon's messing with the transmission. This may take a while, but don't worry. I have something for you to do in the meantime. We're running very low on food and water. Think you can find some? Okay. I can do that. Okay, I can do then. That. Don't bother with the hotel. With the power out, it's way too dangerous in there. Check the bars by the swimming pools. Bring everything you can find. Anything at all. Okay? In the meantime, I'll keep trying to reach this guy. Okay. Drei Essenskonserven. Scheiße.
Du hast dich schon verkauft. Ja, nächstes Mal. Aber wie es nun mal so ist, wir sind beim Folgenende angelangt. Ist es schon wieder soweit? Ist schon wieder soweit. Bis dahin. Tschüss. Meine Freunde, und das war's dann auch wieder mit einer weiteren Folge Dead Island. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Und wenn ihr dranbleiben wollt, natürlich unten rechts auf Abonnieren klicken. Yeah, baby, yeah. Däumchen nach oben, würden wir es natürlich auch total episch freuen. Mal schauen, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüss.